an Flipper hier. Ich habe hier einen Flipper und zwar ein Bistech Sleipner oder so irgendwie heißt dieses Messer. Und obwohl das natürlich kein klassisches Outdoor-Messer ist, beißt es sich durch den Escherstab trotzdem extrem gut durch. Und wenn du wissen willst, was das Messer kann und vielleicht auch ein bisschen messerphilosophisch über Flipper mit mir reden willst im Outdoor-Bereich, ist schon cool. Dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ah, dieses Eschenholz hier, total ausgetrocknet. Das ist schon ein Stück zum Arbeiten. Und ich habe hier einen Flipper, ein Bestechmesser, ein Flipper, Sleipner oder wie das heißt, ein 14C28, was weiß ich was, Stahl. Ich gebe da unten den Link, wo du das Ding dir checken kannst. Wir selbst haben es nicht im Sortiment, aber es hat mich ganz einfach interessiert. Und daher schauen wir es uns mal an. Hat hier so ein Tanto, aber auch irgendwie ein bisschen bauchig mit dabei. Also irgendwie so ein Mittelding, schneidet aber auch, wie du gut gesehen hast. Hat eine Hohlkehle mit einigen Bohrungen, G10 Griffschalen. Sehr, sehr schön gemacht. Liner, mit auch Liner Lock. Die sind aus Metall gemacht. Hier siehst du leicht Bohrungen. Da sieht man es und da sieht man es. Es sind Bohrungen reingemacht, damit das Ding einfach leichter ist. Denn du hast da auch schon dementsprechend was in der Hand. Ist sehr, sehr nett gemacht. Hier ein Deep Carry Pocket Clip, ja, den man auch abnehmen kann. Und der, wenn du jetzt wirklich länger arbeitest und mehr arbeitest, abgenommen werden muss. Aber für den EDC-Bereich ist das absolut okay. Es gibt irgendwie keine Stelle, die irgendwie unangenehm wäre beim Arbeiten. Ein bisschen Jimping haben sie gemacht, einerseits hier an der Stelle, da beim Flipper und auch da am Klingenrücken, aber in einer Art und Weise, dass es überhaupt nicht störend ist. Das finde ich super. Schau, ich mag ja, wie ich schon ein Millionen Mal wahrscheinlich gesagt habe, diese Jimpings nicht, aber da stört das überhaupt nicht. Das stört das überhaupt nicht, weil es den Finger nicht aufraut. Ja. Die haben das wirklich sehr schön verarbeitet und dafür, das muss man einfach hoch anrechnen. Hier hinten gibt es die Möglichkeit, ein Lanyard einzubringen, da an dieser Stelle. Da ist also kein Loch, sondern durch die Verschraubungen ist hier dieser, ich glaube, dass das Spacer heißt hier hinten, ne? Der ist etwas ausgenommen, ausgefräst, damit man da an der Stelle das Lanyard durchziehen kann. Also auch das ist alles schön gemacht. Und der Flipper, da hast richtiges Suchtpotenzial, kannst du mal glauben. Der Liner ist auch schön eingestellt. Also das ist ein wirklich sehr hochwertig verarbeitetes Messer. Dann hier, ich weiß nicht, wie heißt das hier, dieser Schrauben, der das Messer beim Klappmesser in Position hält. Da ist ein B drauf für dieses Bestech. Und ja, cool, wunderbar, ist sehr, sehr schön. Es gibt auch keine Stelle, die, wie gesagt, wehtun würde, außer dieser lustige Tipp, Carry Pocket Clip. Und was ich vielleicht noch dazu sagen will, hier bei der Klinge, vom Design her, ja, der Flipper ist automatisch der Guard, der wirklich sehr, sehr, also da lässt das wirklich sicher sein. Also, ich meine, klar, man kann immer irgendwie, also könnte man jetzt sagen, ich brauche das noch so einen Bügel, aber das ist meiner Meinung nach ausreichend. Ja, und hier habe ich sozusagen eine Schleifkerbe, die so dreiecksförmig gemacht ist. Ja, kann man sicher schön abziehen. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Jetzt wird wahrscheinlich wieder der eine oder andere einen Kommentar schreiben. Ja, und da steht er da und sagt, er glaubt, dass es gut ist, aber hat es noch nicht ausprobiert. Dann lass ein Abo da, dann schauen wir es uns irgendwann einmal an, oder? Nein, Hand aufs Herz, das geht sich wirklich super aus. Also wenn ich mir da jetzt sozusagen eine Linie denke, das geht sich gut aus. Hier geht dieses, ich nenne das jetzt mal Ricasso, dieses Ricasso ist schräg. Das bedeutet, wenn ich da jetzt aufsetze, nein, es geht sich sicher aus. Ich bin mir ziemlich sicher, es geht sich aus, aber ich habe jetzt hier im Buschgriff der Ralf Aldo Labbadé leider keinen Schleifstein mit dabei. Billige Eigenwerbung kriegst du aber bei mir im Shop. So, also das Messer macht da mal so alles, was es machen soll. Aber jetzt habe ich natürlich die legitime Frage, ich meine, unabhängig davon, dass jetzt vielleicht die Klinge nicht das ideale Bushcraft-Outdoor-Klingenform-Dingsbums ist, ja, aber jetzt, wenn ich mir es trotzdem so anschaue, das ist Esche und die ist sauhart, die ist wirklich sauhart. Und mir ist natürlich auch klar, dass so ein Bushcraft-Messer mit einem Liner, ja, nicht optimal ist und ich jetzt auch sagen kann, okay, batonieren würde ich nicht tun, weil ich dann den Liner kaputt mache, all diese Geschichten ist schon klar. Aber das ist alles nicht der Punkt, denn für eine normale Schnitzarbeit kann ich mit einem Mora oder mit einem Opinel natürlich besser machen oder mit einem Victorinox, das ist überhaupt keine Frage, aber es geht. Die Frage ist für mich etwas anderes und zwar, das ist dieser Flipper hier, der Flipper. Allein da jetzt beim Arbeiten haben sich hier unterschiedlichste kleine Holzstaubteile da reingearbeitet. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gut sehen kannst, hier an der Stelle da beim Ricasso, das liegt einer. Also wenn ich da jetzt weiterarbeite,
Wenn ich das dann vielleicht irgendwo ablege am Boden, im Dreck, Erde, Sand, kommt jetzt davon, ist feucht, ist es trocken. Wenn es hier staubtrocken ist, dann staubt es. Ja, ist einfach so. Und mit der Zeit kommt dann dieser Schmutz in diesen Flipper rein und dann flippt er halt einfach nicht mehr so cool. Und daher gibt es halt auch Meinungen, dass solche Flipper keine klassischen Outdoor-Messer sind. Und ich stimme dem bei. Ja, also ich stimme dem zu. Bei. Ja. Beifall, bei Stimmen, zustimmen, wurscht, ist Deutsch. Das ist ja eine schwierige Sprache. Auf jeden Fall, ich sehe das auch so. Wenn ich jetzt hier abarbeite, allein der Staub, der sich da entwickelt, ich kann das dann zwar alles wieder ausblasen, ja, mit Kompressor und diesen Sprühdingern und so, ich würde es trotzdem halt nicht empfehlen. Nimm da lieber Amora oder so irgendwas. Aber das ändert ja nichts daran, dass dieses Messer einfach wirklich Hölle scharf ist. Nein, jetzt Hand aufs Herz, das ist ein Everyday Carry Messer. Ich würde das, wie gesagt, im langen, wenn ich jetzt wirklich auswählen kann zwischen einem Flipper-Messer und einem Mora-Messer oder ein Opinel oder ein Victorinox. Victorinox haben wir ja einiges in unserer Rainer-Rossmann-Werkstatt gebaut, gebe ich da auch unten den Link, das Victorinox-Zubehör. Würde ich sowas wählen. Aber wie man sieht, es wird das alles mitmachen. Es wird das alles mitmachen. Taugt mal. Jetzt habe ich doch eine Schleife gefunden, und zwar unseren 3D-gedruckten Schleifaufsatz. Und zum Abziehen, ich meine, das braucht das Messer jetzt noch, es ist einfach noch immer höllescharf. Es ist natürlich jetzt kein richtiger klassischer Schneidteufel, das ist aufgrund der Klingenstärke und so wie das angeschliffen ist, halt auch nicht unbedingt optimal, aber du hast gesehen, dass es funktioniert. Ich würde dann ganz einfach, das ist jetzt wieder Eigenwerbung, ich würde jetzt zum Beispiel das Bush Backup oder wie gesagt ein Victorinox oder ein Opinel benutzen, aber es heißt drum. Lange Rede, kurzer Sinn, das Messer ist cool und ich spiele auch mit, aber es passt irgendwie und es passt irgendwie nicht ganz in diesen Outdoor-Bereich rein. Ja? Man kann es tun, aber es ist halt keine Dauerlösung. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Ich spiele mit dem Gedanken, einen eigenen Kanal zu machen, wo es nur um Everyday Carry Ausrüstung geht, und dann würde ich zum Beispiel hier am Messerkanal, weil das haben wir in der Vergangenheit jetzt gemacht, sehr viele solche Teile hergezeigt, aus dem Grund, weil ich das super finde, aber ich kriege auch mit von den Zuschauern, Reini, das ist nicht Outdoor Survival, was haben diese kleinen Zahnstocher mit Outdoor, Bushcraft und so weiter zu tun, und daher gibt es einen eigenen EDC-Kanal mit mir, da wird es dann diese Messer und viele andere EDC-Ausrüstungen im Review, in der Bewertung geben. Und damit wir das ein bisschen auseinander trennen, das heißt nicht, dass es hier auf dem Kanal solche Klappmesser nicht mehr geben wird, aber halt nicht mehr in dieser Intensität. Ja, da gebe ich da auch unten den Link, also wenn du beim EDC-Kanal dabei sein willst, den wir jetzt in Kürze dann starten, kannst du schon einmal ein Abo dalassen und schauen, wenn das erste Video rauskommt. Und das wird sehr bald sein, denn es tut sich jetzt bei uns einiges. Ich kriege jetzt einen Video-Editor, der uns dabei unterstützt, oder mich dabei unterstützt, die Videoschlagzahl heraufzukriegen. Also da freue ich mich schon drauf. Gut, schönes Messer. Sehr, sehr praktisch. Ich versuche dir einen Link zu geben, wo du das Teil bekommen kannst. Auf Amazon zum Beispiel, beziehungsweise es gibt auch einige Messerhändler, die Bestech-Messer im Sortiment haben. Schau dir das ganz einfach an. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein Reini Rossmann, und